Hey ho und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Forza Horizon 5. Ja, heute zu einer, naja, nicht regulären Folge, denn heute fahren wir zwar die S15 Silvia vor uns hier, die Nissan Silvia aus, aber nicht regulär, denn ich habe mir mal gedacht, zwischenzeitlich können wir dann doch mal ein bisschen wieder driften und wir werden aus der Silvia S15 hier heute einen Drifter bauen und schauen einfach mal, wie kompetent er sein wird. Ja, wie gesagt, wir werden uns jetzt nicht um das Auto kümmern selbst. Also, ich habe hier keine technischen Daten vorbereitet, keine Geschichte von dem Wagen. Denn wenn es gut läuft, werden wir die S15 irgendwann nochmal ausfahren, aber halt im normalen Zyklus einer Folge. Denn ich möchte heute eigentlich wirklich nur ein bisschen driften. Ich weiß auch noch nicht, wie lang die Folge wird. Mal schauen. Einfach mal gucken, was der Wagen quer denn kann. Okay. Was mir auch nicht bewusst war, was ich auch erst im Zuge erfahren habe, als ich diese Silvia hier gekauft habe. Die hat tatsächlich Allradlenkung. Das wusste ich nicht. Seht ihr das? Das hat mich sehr überrascht, als ich ihn ausgefahren bin. Und ja, offensichtlich werden wir hier gerade die Serien Silvia driften. Und gucken, was sie denn so kann. Natürlich. Sieben ist mein Rekord. Wir haben 30 geschafft und sind in 632 vom LI. Ich muss hier, glaube ich, keinem erzählen, dass wir jetzt hier keine Driftrekorde schlagen. Boah. In der Turbo. Ich glaube, ich habe übers Blow-Off gelöst. Was ich ganz gerne mache, um zu gucken, ob ein Wagen driften kann, ist im Festivalgelände ein wenig driften. Über diese, ja, was heißt Gänge? Ja, schon Gänge, aber mal gucken, wie der Wagen das hier so nehmen kann. Wir haben natürlich ganz klassisch das Prinzip von Frontmotor-Heckantrieb. Und die Silvia selbst ist gar nicht mal so schwer. Deswegen, wir gucken einfach mal, wie gesagt, ins Tuning. Klar nimmt es jetzt ein bisschen den Stoff von der normalen Folge raus, aber ich meine, Leute, wir bauen den Drifter, da muss halt Saft in die Hütte, ja? Wir haben, also Motorswaps, wir kommen glaube ich da nicht drum rum, weil der Serienmotor halt wie ein kaputter Civic klingt. BMW, V6 sage ich schon, Inline 6. LS. RB26 von Nissan, damit würden wir im Haus intern bleiben. Nissan zu Nissan. Super Rally, oh Gott, nein. Ich glaube, das ist Formula Drift Supra. Sie macht 7B. Also ich bin ehrlich, eigentlich lacht mich der Supramotor an. Ich weiß, dass man da Leistung rausziehen kann. Wir machen natürlich das Bodykit dran. Das ist auch ein Grund, wieso ich die Silvia genommen habe. Weil er eben ein Bodykit hat und das dann einfach nochmal ein bisschen spezieller aussieht. An dem Punkt. Felgen würde ich nach dem Design machen, weil eigentlich würde ich jetzt behaupten, dass wir es nicht einfarbig lassen. Gehen natürlich auf ein Driftgetriebe. Natürlich auf das Drift-Diff. Bremsen sowieso. Natürlich ein Driftfahrwerk. Alles andere wäre Schwachsinn. Wir nehmen das volle Gewicht raus. Um dann wieder den Überrollkäfig reinzumachen. Jetzt ist die Frage, ob Anti-Lag oder nicht.
Ach. Hallo? Dankeschön. Wir schmeißen einfach mal rein. Ja, genau. 1300 PS, vielleicht nochmal einen anderen Flügel. Oder will ich diesen Lower Style? Ich glaube, ich will diesen Lower Style. Ja, 1140 Kilo auf 1300 PS fast. Kann man mal machen. Falls es natürlich zu heavy wird, gehen wir nochmal ins Haus und schmeißen Allrad rein. Aber erstmal möchte ich es natürlich auf Heckantrieb versuchen. Und wie gesagt, die Serienfarben, also, die sind zwar ganz cool, ne, aber benutzen will ich sie nicht. Ich habe gesagt, benutzen will ich sie nicht. Wir suchen uns hier nämlich ein Design. Ja, was abgefahren ist. Natürlich. Ach, Mona Lisa, ja klar. Aber das passt nicht zu dem, was wir hier machen. Anime eigentlich auch nicht so. Stewie hat halt schon wieder was gemacht, ne? Sogar für die Konfiguration, die wir jetzt gerade hier haben. Wie sieht denn das mit Stewie aus? Also fertig. Wie es fertig aussieht. Ich meine, wir haben noch die Serienfelgen drauf, aber schlecht ist es wahrscheinlich nicht. Das dann so viel dazu. Okay, helle Felgen. Boah. Boah. Was? Ah, der Frame. Guck mal, die Rohre, die färben sich sogar mit. Guck mal, sogar lila Scheiben. Okay, krass. Nehmbar. Jetzt müssen wir nur noch Felgen suchen. Bis in 7 Stunden. Ich werde jetzt mal so frech und gucken in der zweiten Kategorie. Ja, wir sind immer noch offen für größere Zoll. Ich will erstmal was suchen. Warte mal. So. So können wir doch mal raussuchen, oder? Oh. Bauen so richtig abgefahren, also richtig übertrieben. Wenn man den Single Turbo so ganz leicht gehört hat. Es kann sich nur um Stunden handeln. Ja, das ist jetzt die Frage. Genau, hier sind nur die alten. Wir können auch die drauf lassen. Die finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Ja, lassen wir die jetzt einfach drauf. 861 trotz Driftreifen. Ich glaube mit Rennreifen werden wir jetzt auf S1, S2. Eher S2. Und jetzt im direkten Vergleich die gleiche Blitzerzone. Blitzerzone. Gleiche Driftzone nochmal. Also die neue Driftkamera hat was. Die Kamera wurde ja ein bisschen geupdatet, was das Driften angeht. Cooler als vorher ist es schon. Ja gut, also wenn man natürlich zu viel will, dann geht's auch nicht. Ja gut, das kann man natürlich jetzt auch schaffen, ne? Direkt eine neue PB. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Aber ich sag natürlich nicht nein. Der Bürgersteig oder die Brückenerhöhung, Mensch.
Und in 360 auch ein wenig verkackt. Nee, also wir suchen uns jetzt nochmal serienmäßig ein bisschen. Serienmäßig. Uneingestellt Driftzonen. Bevor wir tatsächlich einstellen. Weil wichtig für mich ist immer, beim Driften natürlich, ein Gefühl fürs Auto zu bekommen. Worin auch die Stärken des Motors liegen, ja. Natürlich ist jetzt so ein Aventador V12 was anderes als eine LS V8. Beziehungsweise auch die Aufladung, die man drauf hat. Oh Gott. Zum Beispiel mit einem RB26, der jetzt hier drin wäre, wäre das schon wieder was ganz anderes im Driften. Und der 83,9 ist der Rekord. Das schaffen wir doch, oder? Ich habe jetzt auch zum Beispiel nicht die dicksten Reifen hinten gewählt. Und auch nicht die dicksten Reifen vorne. Weil zu viel Grip dürfen wir auch nicht haben. Das Wichtigste ist aber auch, sein Auto führen zu lassen und nur nachzuhelfen, was Richtung angeht. Wenn das Auto querkommen will, ist das gut. Ihr müsst nur sagen, wohin. Komm. Ist ja auch ein geiles Bild, ne? Dieser mega viele Rauch. Das macht Horizon 5 schon gut, dieser Drift drauf. Oh je. Ja, okay, nee. Vielleicht eingestellt. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie waren die Regeln? Ich glaube, die Regel war vorne weich, hinten hart. Also was heißt Regel? Ich würde es nicht Regel nennen. Aber so Grundeinstellungen. Ich hätte schon ein bisschen mehr Sturz gerne, einfach nur für die Optik. Oh, okay. Ich werde das Auto nur dahin bestärken, wo es gerade ist. Tatsächlich. Das lasse ich mal noch. Das kann doch ein bisschen mehr greifen. Hier gebe ich auch noch mal ein bisschen mehr. Geil. Also allein die Doppelkurve hier war geil. Okay. Also der Anfang jetzt gerade war mies. Oh, der Regen. Oh, der könnte jetzt böse werden.
Ihr merkt, ich kommentiere nicht allzu viel, aber das liegt eigentlich an meiner Konzentration. Ich muss mal ein bisschen mehr reden, glaube ich. Es tut mir leid. Ah, der Regen macht mich gerade ein bisschen, was heißt unsicher, ja, also Regen kann viel am Untergrund ändern. Oh oh. Der wäre Zwischengas, glaube ich. Ganz nett gewesen. Oder gegenlenken, das auch. Also, die Punktzahl von der ersten Runde kriegen wir gar nicht mehr hier. Also Zeit zu wechseln. Denn das ist auch immer so eine kleine Regel, sag ich mal, dass wenn man quasi voll im Ding ist, man auch die Driftzone mal ändert, damit man nicht die ganze Zeit so im Tunnel ist. Das im Tunnel sein kann helfen, aber manchmal ist es einfach nur frustrierend. Wir gehen direkt an eine etwas längere Driftzone. Die Stausee-Driftzone. Jo. Ich muss halt echt gucken, dass die einen nicht abhaut, weil wir haben mehr Leistung als Gewicht. Das kann unter Umständen natürlich gefährlich sein. Aber noch scheint es zu funktionieren. Ich habe jetzt auch nicht geschaut, was hier der Rekord ist. Von mir. Ich glaube 380. Ich jetzt so die Punktzahl sehe. Einer 92. Okay. Zu lang. Du gehst zurück. Du auch. Du sowieso. Das war mir zu radikal. Oh Gott. Andere Richtung bitte. Also 392 wird die Silvia S15 Spec R von 2000 das schaffen? Fragen über Fragen. Werde ich das als Fahrer schaffen? Fragen über Fragen. Warum Silvia? Ganz einfach. Ich mag das Auto. Es ist tunbar. Und Japaner und Driften passen ja eh zusammen. Das war scheiße. Boah, war das Käse. Also wir haben jetzt gleich 300.000. Rekord ist 100.000 weg. Was auch immer das war. Ich weiß nicht mal, wieso sie sich eingedreht hat. Boah. Wenn das nur eine Driftzone wäre, Mensch.
Wenn das nur eine Triftzone wäre, dann wäre ja auch alle gut. Also hier haben wir 219.000, okay. Probieren wir die mal. Aber wir müssen immer noch in die große Triftzone und da weiß ich, die dauert ein bisschen. Geiler Entry, glaube ich. Einhundertneunzehn, wie krass. Ja, wir fahren runter, das ist natürlich immer schneller als hoch. Oh. Oh. Jawohl. 221. Kann man natürlich mal machen. Wie viel Ladedruck haben wir eigentlich? 1,62, okay. Immer noch weniger als ein Stock M3 Competition hier im Spiel. Ah, der hat auch Twins, glaube ich. Und auf einem Single Turbo so viel Ladedruck ist natürlich krass. Oh oh. Ah, diese langsamen Kurven. Ja, nee. Rumler trifft Supra sogar unterwegs. Houston, nicht überdrehen, bitte. Ist auch 210, also schlecht ist es auch nicht. Habe ich sonst noch eine relevante Driftzone, die ich mal kurz durchrasen will? Einen re neuen Rekord an der anderen haben wir ja aufgestellt, das ist schon mal gut. Ja, um im Kreis driften kann, Kreisel driften kann sie, glaube ich, auch. Hundertachtundsiebzig. Hundertsiebenundachtzig. Hundertsiebenundachtzig, okay. Wie soll man da hinkommen? Ja, 174. Das Getriebe ist schon wieder zu lang. Gerade eben war ich ein Begrenzer, was soll denn das? Noch mal kurz in die Ego.
Ja. Nee, auf jeden Fall nicht. Das wird es nicht gut. Ich würde sagen, die letzten, ja, Versuche opfern wir dann doch bei der großen. Natürlich erstmal nach oben. Weil die braucht seine Zeit. Ich will ja nicht die Folge komplett sprengen. Oh. Zweihunderttausend. Schneller wäre ganz gut, glaube ich. Da kam man noch raus. Aus dem Ladedruckloch. Ja. Sechshunderttausend, ja. Das habe ich verkackt. Also eine Million bergauf könnte drin sein. Wir sind noch drin. Der 360 war unnötig und scheiße, aber wir sind noch drin. Im Game. Ich versuche mich an Kommentaren, aber ich bin sehr konzentriert, muss ich sagen. Also, wenn euch das so nicht gefällt, dann sagt mir das auch gerne. Weil natürlich ist es nicht spannend, wie ich einfach mir nur zuzusehen, wie ich querfahre. Ohne wirklich Monolog. Ja, 1.007.000. 1.118. Okay. Jetzt das Wichtigste, nämlich runter. Gott, was war das denn? Das hat funktioniert, aber was war das denn?
Über 220, okay. Nee, Silvia, du drehst dich jetzt nicht ein. Ja, 380. Also hier raus 400.000 ist nicht mal schlecht. Nach unten hin wirkt es für mich aber auch sehr technisch, einfach weil man so teilweise so schnell ist, aber trotzdem die Kurven möglichst quer bekommen will. Ja, genau. Genau das. Sechshundert. Sechssiebzig. Zu früh. Ja, es hätte besser sein können gerade. Den Abschnitt habe ich da definitiv versemmelt. Was ist das denn? Was mache ich denn? Gottes Willen. Also ja, 1 Million Punkte wird's runter, aber gut ist was anderes. Eine Million, 52.000 und ein paar zerquetschte hat auf jeden Fall die S15 hier erreicht in der heutigen Folge, die nur fürs Driften war. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich nicht allzu viel geredet habe, aber ich muss es mir auch mal langsam angewöhnen. Ich bedanke mich fürs Zugesehen haben, bewertet sehr gerne das Video, bis dann und ciao.